Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Farmers Live. Und die Nachtschicht fängt für uns an. Es ist 20.30 Uhr gleich. Ich habe jetzt halt nochmal die Rüben nachgefüllt, also dass wieder Zucker hergestellt wird. Und ich habe schon mal den Traktor soweit vorbereitet. Ich habe mir auch erlaubt, jetzt halt da hinten mal die Lampen aufzubauen, weil mir das dann ein bisschen zu gefährlich war oder zu knapp war, dass dann... Schaut aber gut aus. dass dann das Licht ausgeht oder dass es dunkel wird und ich dann hier hinten keine Beleuchtung habe. Deswegen habe ich dann hier schon mal zumindest drei Lampen aufgebaut. Die vierte, die hat leider noch keine Glühbirne. Da muss ich noch ein bisschen warten. So, aber im Normalfall halt. Ich wollte noch mal nachgucken. Reif für die Ernte. Das müsste jetzt alles reif sein für die Ernte. Hier haben wir ja angefangen und ich glaube, hier haben wir aufgehört. Also insofern können wir hier jetzt mit unserem mehr durchgehen. Den habe ich auch schon angeschlossen. Es ist auch schon... Moment, ich mache das gleich mal runter. Ah ja, die Unkräuter, das ist schon klar. Aber das juckt mich jetzt gar nicht. Ich lasse das Ding trotzdem unten. Weil ich möchte nämlich jetzt hier reinfahren und ich möchte auch sofort loslegen mit dem Mähen. So, wir können auch mal das Licht anmachen am Traktor. Naja gut, es bringt nicht viel, ne? So, aber das wird auf jeden Fall ein bisschen eine Arbeit hier werden. Ich bin mal gespannt, wie ich hier auch das schaffe. Also ob ich dann auch alles wirklich erwisch. Aber so wie es ausschaut, ja. Und wie ihr seht, ich habe auch den Zaun ein kleines bisschen anders gemacht jetzt. So, wir fahren natürlich auch hinten wieder durch. Dann haben wir da unser Zaunstück. Ja, das ist doch ideal. Das ist doch ideal. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das machen soll mit dem Heu, mit dem ganzen Zeug hier. So, ich versuche hier auf dieser Linie zu bleiben. Dass ich quasi hier die Schnauze von meinem Traktor auf der linken Seite in der Spur hier halt. Das müsste dann nämlich ideal sein. Glaube ich zumindest. So, aber heute machen wir das quasi mal komplett miteinander. Jawohl. Dann einmal einschlagen. So. Gucken wir mal, jetzt versuche ich hier in der Linie zu bleiben. Mit der rechten Seite von der Traktorschnauze. Ich möchte das jetzt einfach mal testen, dass ich ein bisschen weiß, wie ich in der Spur bleiben muss. Okay, das da hat es irgendwie nicht mit weggemäht. Oh, und da hinten haben wir noch ganz viel Gras jetzt. Das ist toll. So. Dann bitte einmal Schwenk. Oh Mann. Und deswegen muss ich auf jeden Fall das Gewicht wahrscheinlich wieder hochdrehen. Das werdet ihr dann auch gleich sehen, weil sonst renne ich mir hier einen Wolf. So, dann wieder hier. Weil das ist nämlich echt viel. Das ist enorm viel. Das schaut jetzt vielleicht gar nicht einmal so viel aus, aber wenn ich das erste Mal anfange zu schleppen, dann wird es übel. So. Jawohl. Dann einmal drehen. Die Gräser können wir ja leider nicht wegmachen. Aber das, was ich da hinten jetzt habe, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Dann können wir uns nämlich noch einiges an Mist jetzt herstellen. Aber warte mal, was haben wir jetzt? Wir haben Juli. August, September, Oktober. Nee, das lohnt sich nicht. Also es lohnt sich im Juli nicht mehr anzupflanzen mit Weizen und Hafer. Das muss man definitiv im März, April machen. Und ich glaube, jetzt muss ich noch einmal dann zurück und dann ist gut, hoffe ich. Die Bäume habe ich jetzt doch weggetan, weil ich mir dachte, um das auszuprobieren, können wir immer noch, also weil ich wollte ja diese Wägen bei Thaddäus noch kaufen und
um das auszuprobieren, können wir natürlich dann das auch später noch machen, weil ich habe nämlich jetzt halt eh nicht das Geld, um die Wägen zu kaufen bei Thaddäus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Muss ich nochmal zurück? Ja, auf jeden Fall. Nee, muss ich nicht. Wir sind tatsächlich fertig. Cool. Gib mal ein bisschen Gas. Ich sehe jetzt hier auch nichts mehr, aber ich nehme trotzdem dann nochmal die Sichel mit. So, tu mal das Mähwerk nach oben. Wow. Weil wenn ich da jetzt durchfahre mit dem heruntergefahrenen Mähwerk, dann mache ich mir jetzt das ganze Zeug hier kaputt, ne? Lieber ein bisschen außen rumfahren. Sicher ist sicher. Weil sonst wäre das alles weg. So. Ihr Hühner, haut ab, ne? Hoffe ich auch für euch. War da jetzt ein Huhn? Ja, da vorne läuft's, ne? Ja, ich kann die halt leider nicht im Schach halten, ne? Oh, das ist jetzt blöd. Wo stelle ich jetzt das Ding hin? Ich stelle den jetzt halt einfach mal hier ab. So. Was haben wir noch an Sprit drin? 15,3. Ist nämlich ein wenig blöd, muss ich sagen. Weil ich habe nämlich keinen Platz mehr. Ich müsste nochmal eine Garage machen, dass ich diesen Pflug und diesen Handkarren, dass wir das irgendwie separat wo reinstellen können. Oder ich tue die in die Scheune ziehen. Das könnte ich eigentlich auch machen, ne? Dass wir die mal in die Scheune ziehen bei Gelegenheit. Okay, wir machen zum einen jetzt mal das Licht an. So, dankeschön. Ja, und rette mich vor den Bösen, ist schon klar. Das ist schön, dass du speicherst. So, dann holen wir uns jetzt mal unseren Anhänger. Oh Mann, schalt mal runter. Gerade gewundert, warum ich so ras. So, Rückwärtsgang. So, ich will das jetzt nochmal probieren. Jawohl. Weil vielleicht habe ich mich da auch einfach ein wenig zu dumm angestellt mit dem Ganzen. Weil vielleicht kriege ich sogar die Sachen hier drauf auf dem Anhänger. Und habe mich wirklich vielleicht nur zu doof angestellt dafür. So. Dann fahren wir hier mal längs. So. Ich kann ja das Zeug hier nehmen, ohne Probleme. So. Zumindest halt so viel, bis ich dann überladen werde. Ah, da haben wir jetzt halt Hafer und Weizen. Jetzt wird er wahrscheinlich eh gleich sagen, das kriege ich nicht mehr rein. Jawohl. Keine Chance. So, und jetzt probiere ich das nochmal. Weil es kann ja nicht sein, dass ich da das Zeug hin und her schleppen muss. Nee, ich kriege das hier nicht rein. Also der Hänger ist absolut ungeeignet dafür. Das ist wirklich doof. Na gut, dann muss ich halt jetzt halt mal zurücklaufen. So. Einmal auf. Wir schmeißen den geschnittenen Hafer hier rein und machen auch gleich das hier rein. Dann kann ich die Maschine auch gleich anmachen. Schalte aus. Nee. Schalte an. Dann kann das nämlich gleich mal loslegen. Der Stroh kann ich dann wieder rausschmeißen und hier in den Mist reinschmeißen. So, ein bisschen Gras haben wir da auch noch mit dabei, sehe ich gerade. So. Und als ich da das Gewicht auf 2 hatte, da wäre ich jetzt schon voll. Bin jetzt nämlich schon auf 94, da kann ich wahrscheinlich noch
den Haufen und vielleicht die zwei Haufen noch nehmen. Ja, dann bin ich schon bei 148. Also ich werde, wenn ich das auf 2 eingestellt lassen würde, mit dem Gewicht. Ja gut, es bringt jetzt halt nicht viel, ne? Aber dann wäre ich schon übervoll gewesen. Also das hätte ich dann gar nicht mehr reingebracht, so viel. So, schmeiß mal das Gras hier raus. So. Dann tun wir hier den Hafer rein. Das arbeitete, glaube ich, erst das erste und dann das zweite durch. Ich weiß auch nicht, wie viel man da reinbekommt insgesamt. Aber wenn ihr erlaubt, aber ich glaube, das könnt ihr auch nachvollziehen, dass ich jetzt halt mal das Gewicht nach oben stelle, weil das ist wirklich viel zu übel, das Ganze dann immer hin und her zu schleppen. Das braucht viel zu viel Zeit. Alles kann ich wahrscheinlich jetzt eh immer noch nicht nehmen. Weil das ist ja immer noch die Menge entscheidend, ne? Das ist ja nicht nur das Gewicht, das ist ja auch Menge. Oh, ich brauche die Sense. Tatsächlich. Es sind noch ein paar solche Dinger über. Ja, der Schneider, der ist aber auch nicht wirklich sehr breit, ne, muss ich sagen. Das ist ja wirklich nur eine Handbreit. So fühlt sich es zumindest an. Ja, den muss ich auf jeden Fall noch. Okay, jetzt bin ich schon wieder voll. Und das sieht man mal, ne? Das hat auch was mit der Menge hier zu tun, weil ich kriege nicht mehr wie 5000 rein. Und ich würde ewigst häufig rennen. So. Das nächste. Geschnittene Hafer. Geht sogar rein. Schön. Und das Gras, das machen wir natürlich dann da wieder her. So, dann holen wir uns nochmal die Sense, dass wir dann da hinten das letzte Zeug auch noch wegmachen können. Sense, du bist bei 83. Passt. Aber ich finde es toll mit den Lampen. Gefällt mir echt total gut. Und da, wo jetzt halt ungefähr der Traktor steht, da würde ich gerne nochmal einen Zaun ziehen wollen und dann auch nochmal mit einer Beleuchtung. Allerdings, naja, oder vielleicht hier, auch nochmal mit einer Beleuchtung, allerdings die dann nach rechts und nach links geht. So, nimm mal raus. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt da alles nehmen kann, was da jetzt noch ist. Ich meine, mit der Sense ist es insofern schön, weil du hast das Zeug dann direkt bei dir drin im Inventar, ne? Das Gras nehme ich auch gleich mit. Aber ich fange jetzt dann nicht an und bringe den Dünger aus, weil das ist mir dann ein wenig zu arg. Das ist mir einfach zu dunkel jetzt. Ja, aber liegen tut hier nichts mehr, ne? Ne, bis wir das erst einmal fertig haben hier, dass das optimal läuft und bis wir dann das Geld zusammen haben, dass wir dann die anderen Grundstücke noch mit dazu kaufen, das wird ein bisschen dauern, denke ich. So, tun wir mal das letzte Gras hier noch raus. Das können wir dann auch gleich reinschlichten. So. Das braucht natürlich auch lang, ne? Das ist klar, wenn die Zeit runtergestellt ist, dann dauert das natürlich auch recht lang, ne? So, wir können mal das Heu rausnehmen. Ich weiß nicht, was da noch reinpasst.
Weil da ist ja auch noch so viel drin, ne? Ja, wir sind hier eigentlich voll. Warte mal, nimm mal das Heu mit raus, weil das Heu, das brauchen wir eigentlich hier drin nicht. Ernsthaft jetzt. Und dann tun wir hier noch das Stroh mit rein. Ey, da ist ja auch noch Stroh. Da könnte ich fast noch einen zweiten Mist hin machen, ne? Dann tun wir nämlich das Heu einfach mit da drauf schmeißen. So. Das können wir auch machen, während das Ding arbeitet. Geht nichts mehr rein? Doch. Doch? Hä? Okay, keine Ahnung. Wenn ich hier zu weit oben bin, dann... Oder zu weit drüben, keine Ahnung. Dann geht es irgendwie hier nicht rein. Wenn wir Licht haben, dann geht es aber auf jeden Fall. Finde ich das angenehm. Ups. Na? Aber da sieht man mal, wie schnell man fertig ist mit der fünfzackigen, ne? Wie viel die doch aufnimmt. Wir könnten zum einen den Anhänger jetzt halt mal neben den... Zum Glück passiert hier nichts, wenn man da durchfährt mit dem Anhänger. So, den stellen wir jetzt mal genau neben den Häcksler hier und neben den Schredder. Können das nämlich dann abhängen, dann können wir das Zeug, was hier fertig wird, können wir dann immer gleich auf den Wagen schmeißen. Wobei, das Problem ist jetzt, wenn ich das alles verkaufe, ne? Wenn ich das alles verkaufe, dann hätte ich nichts mehr. Nee, ich glaube, ich werde es diesmal behalten. Oder zumindest den großen Teil davon. Ich würde sagen, dass ich 500 von den Samen behalte und alles, was drüber ist, kommt dann weg. Und die 500, die schauen wir dann, dass wir das nächste Mal aufs Dingsi mitbringen, aufs Feld. So, jetzt brauche ich das Ding für den Mist. So, ein Stopp. Rückwärtsgang bitte. Spanne ein. Ich hoffe, diesmal bleibe ich nicht hängen. Jawohl, diesmal hat es gepasst. Ne? So, dann fahren wir hier daneben gleich. Dann gucken wir mal, was wir hier an Mist reinbekommen. So, wir brauchen einen Eimer und dann einmal hier drauf, F, gieße bis zum Rand. Gucken wir mal. Boah, das Ding ist echt komplett leer, ne? Wie viel haben wir jetzt da drin? 805. Passt mir. Passt mir absolut. Das lassen wir auch gleich so stehen, dass wir dann am nächsten Morgen quasi... den Dünger ausbringen können. So, das Problem hier ist jetzt nur, ich muss dabei bleiben und das Zeug leer machen. Weil sonst hört es nämlich irgendwann auf. Wie viel haben wir jetzt da drin? 1666. Also 606 gehen jetzt halt hier noch rein. So. Nimm mal alles. Kletter da mal hoch. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel insgesamt da sein wird, aber wir tun einfach das, was dann... das tun wir dann einfach wieder runter. Die
500, wie ich es gesagt habe. So. Dann das Ding wieder daher hängen. Da könnt ihr mir fast schon den zweiten machen, ne? Dass man hier daneben nochmal einen macht. Dann kann man nämlich da mit dazwischen fahren. Entschuldigung. Und kann dann im Grunde aus beiden Mistbehältern. Ja gut, aber bringen tut's nichts, ne? Weil ich kann ja hier reinfüllen ohne Ende. Kann ich den Eimer? Kann ich den hier reinpacken? Mehr? Fülle? Yes, tatsächlich gut. Gut, ich habe nämlich gedacht, das Zeug bleibt jetzt halt ewig hier drin. Das ist toll. Dann können wir die zwei Fässer nämlich vorne am Brunnen noch vollfüllen. Ups, Entschuldigung. Weil das ist nämlich besser als die hier zu haben. Weil hier brauche ich sie nicht unbedingt. Da ist es mir lieber, einen zweiten noch beim Alk mit rein zu tun, bei den Destillen. Und vielleicht einen zweiten noch nach innen zum Ofen. So. Einmal nehmen, bitte. So, ich hatte ja noch eine Destille, die habe ich total vergessen. Hatte ich hier noch in der Kiste drin. Die habe ich jetzt dann auch noch mit aufgestellt. Ja gut, und ihr seid ja erst am Machen, ne? Das heißt, wir haben jetzt hier 8 Stück. 2, 4, 6, 8 Stück. Und 2 möchte ich noch kaufen, die sollen dann da noch mit her. Dann haben wir 10 Destillen und das sollte doch dann okay sein. Ich habe jetzt 6, 7, 8, 11. 11 mal Maische, die Hafermaische, die werde ich wahrscheinlich nicht verbrauchen. Wir brauchen aber auf jeden Fall ganz viele Flaschen. Wir müssen echt schauen, dass wir ganz viel an Flaschen kaufen. Hallo, meine Hübsche. Reden wir? Erst einmal ein schönes Kompliment machen, ne? Oh, du mein Liebling, ich gehöre schon dir. Lass uns mal nochmal wegen der Arbeit. Okay, sie ist jetzt seit Vorbereitung der Maische für den Vorratsraum. Gucken wir mal, ob da schon was drin ist. Jawohl, wieder die 3 Maischen. Wir haben quasi dann jedes Mal die 3, die wir von ihr am Abend bekommen. Und wenn ich dann noch einmal koche, dann sind es auch noch mal 4. Und die 4 Stück, die ich bei ihr kaufen kann. Also wir haben auf jeden Fall immer genügend Maischen, dass wir dann auch 10 von den Dingern machen können. Vielleicht lasse ich es aber auch bei 8, ich weiß nicht, weil es ist eh sehr viel zu tun. Wie schaut es denn bei den Fallen aus? In den Fallen ist jetzt zum Beispiel noch gar nichts, das dauert immer eine Weile. Die brauchen jetzt noch 40 Minuten. Da könnte ich jetzt eigentlich mal noch nachfüllen schnell. So, da. Ja, zumindest 3 Eimer. Dann passt es schon, das sind 40 Minuten. Würde ich sagen, gehen wir schlafen. Wir haben jetzt seit 21.48 Uhr. Ich kann jetzt seit im Grunde nichts machen. Sträucher und so weiter sind ja geerntet. Die werden vielleicht dann am nächsten Tag nochmal Früchte geben. Die Pilze brauchen noch 70 Stunden oder was? Keine Ahnung, 60 Stunden? Ja, das ist gut. Dann machen wir mal das Licht aus. So, mein Schatz, komm ins Bett. Wir schlafen durch bis morgen früh und singen Bumsfallera. 6.50 Uhr, machen wir 5.50 Uhr. Ich glaube, das müsste okay sein. Weil es kommt jetzt darauf an, wegen den Feldern, ne? Ja, es wird auf jeden Fall früh genug hell. Dann können wir die Felder nämlich jetzt dann bearbeiten. Jawohl, wunderbar.
fügt eine Maische in den Vorratsraum. Oh, nochmal. Ja, cool. Da haben wir nochmal zwei Himbeermaischen und sogar nochmal eine Hafermaische. Ansonsten nichts, ne? Nee, Flaschen haben wir noch gekriegt. 5 Stück, was auch hervorragend ist. Das ist die köstliche Brühe. Da müsste ich mal schauen, ob ich die am Markt verkaufen kann. Müsste ich echt mal gucken. So. Machen wir erst einmal hier. Dann brauche ich jetzt auch keine Maischen machen. Dann machen wir weiterhin Zucker. Halt. Feuer. Ja, doch, passt schon. Warte. Die Eimer noch gar leer machen. Gut. Dann Zucker raus. Ja. Ups. Ah, die Post ist da. Man muss zugeben, dass du ein Talent zum Zerstören hast. Anstatt dein Leben zu ruinieren, verschönerst du die Umgebung. Aber das wollte ich nicht schreiben, sondern über die Anbauflächen. Dein Vater hatte ein großes Händchen für Pflanzen. Alles, was er gepflanzt hat, ist wunderschön gewachsen. Er würde sich freuen, zu sehen, dass auch du diese Gabe hast. Hast du einen Bauernhof, bist du aber kein Bauer? Keine Ahnung, was das jetzt soll. Ich baue die ganze Zeit schon. Die ganze Zeit schon an. Beweise, dass du dich als Bauer eignest. Und? Abgeschlossen? Ich bin hier am Felder machen und. Also ehrlich, ne? Also das mit Sophie, weil das jetzt gerade offen ist. Ich habe diese Schatulle, die ich da ausgebuddelt habe, die habe ich ja schon längst hergegeben. Aber ich weiß nicht, was jetzt hier als nächstes kommt. Vielleicht habt ihr es mir schon reingeschrieben. Aber ihr wisst ja, ich produziere vor. Also das läuft mir nicht weg. Beweise, dass du dich als Bauer eignest. So. Das wird viel Arbeit mit der Hand sein und mit Maschinen wird es zu viel Spaß für eine solche Liste sein. Wahrscheinlich sind die Mengen in dieser Bestellung absichtlich so gewählt, um zu sehen, ob ich immer noch hart arbeiten will. Ich werde das auch gerne überprüfen. Aber wie will der Autor des Briefes überprüfen, wie meine Ernte gelaufen ist? Egal. Ich werde es entweder verkaufen oder essen, was ich anbaue. Okay. Zwiebeln, Erbsen, Kohl, Karotten, Tabak, Mais, Haferkörner, Weizenkörner. Na toll. Haferkörner und Weizenkörner haben wir jetzt gerade gemacht, ne? Na toll. So, schauen wir mal zu den Hühnern, ob die noch genügend Futter hier drin haben. Da ist noch auf jeden Fall recht viel Mais. So, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann sehen wir nämlich gleich, wie viele Hühner wir eigentlich haben. 7, 8, 9. Das eine Huhn habe ich im Übrigen erledigt. 10, 11, 12. Genau, und das eine, was ich erschossen habe, das konnte natürlich keine Eier mehr legen. Ist klar, halt. 12, 13, 14, 15, Wahnsinn. 16, 17, 18. Wir haben tatsächlich 18 Hühner. Das ist ja hart. 18 Hühner. Naja, freut mich. Halt, ich wollte hier nochmal reinschauen. Da passt noch alles. Da passt noch alles. Wunderbar. So, wir können ja eh wieder nicht alles nehmen. Ne? Wie ist denn das überhaupt? Kann ich die Eier rauslegen? Bestätige. Ah, die sind dann auch in dem Sack. Ja, das ist ja cool. Öffne, nehme. Wir schmeißen jetzt mal die Eier hier rein. Dann tun wir die Maische mal ganz kurz hier weg. Vielleicht verkaufe ich die Hafermaische. Nee, ich heb die auf, die Hafermaische. Wenn mir doch einmal der Wodka ausgehen sollte, dann... So. Ihr braucht nur noch eine Stunde. Ja, cool. Schauen wir mal ganz kurz zum Feld. 5 Stunden sind es noch. Naja, das ist doch genial. Das ist doch genial. Dann können wir jetzt halt hier
noch den Mist ausbringen. 18 Liter habe ich drin, das passt. Dann können wir nämlich, wenn wir das Zeug verkauft haben... Warte mal, du hast den Mistding. Ja, ja, gut. Wenn wir den Mist jetzt dann ausgebracht haben, dann können wir nämlich die Sachen verkaufen. Oh, ich hätte erst einmal auf die Dresche schauen sollen. Sorry, aber das mache ich jetzt halt nochmal schnell. Weil wenn die nämlich jetzt halt nicht fertig ist und der Motor Sprit braucht. Oh, das Ding ist fertig. Wenn ich jetzt halt sage, nimm alles, ne, dann bin ich elends überladen. Nimm alles. So, klettere. Dann schmeißen wir jetzt erst einmal hier alles drauf. So. Dann haben wir gesagt, 500 nehmen wir wieder weg. Nehmen wir alles. Achso, geht ja nicht. Ich bin ja noch mit Müsli voll hier. So, und die restlichen... Das restliche Stroh, das haue ich hier hin, weil es kommt dann wieder auf den Mist. Ja, das dauert immer ein bisschen, weil das tut immer nur 35 Stück raus. Ist das blöde. Deswegen dauert es auch recht lang, bis man die Sachen dann raus hat aus dem Inventar. So, dann haben wir das. Dann nochmal hochklettern. Also wir nehmen, schauen wir mal, 243, 147, was haben wir jetzt da? Weizen. Das ist Hafer. Was haben wir hier? Weizen. Obwohl, machen wir 250, ja. 250 von jedem sollte doch in Ordnung sein. Weizen, Hafer. Ja, das machen wir so. Das machen wir quasi wieder für den Anbau im nächsten Jahr. Das lassen wir hier. So. Dann genau den Dünger ausbringen. So, machen wir gleich Streuen starten. So, ich verlasse mich jetzt einfach mal drauf. Ich überprüfe jetzt nicht ständig. Entweder es passt jetzt oder es passt nicht. Ich denke, wenn da mal ein oder zwei Felder da nicht gedüngt werden und ich dann halt nicht drei Kohle, sondern nur zwei kriege, dann ist es auch in Ordnung. So, ich muss nur schauen, dass ich hier wieder meine Linie erwische. Das ist eigentlich das Einzige, warum ich dann immer den Blick mache. Also ich sehe, ob ich hier in der Linie bin. Optimal. So. Dann bitte einmal drehen. Ja. Wie gesagt, das sollte so einigermaßen passen. Bis jetzt ist mir noch nichts aufgefallen, dass da irgendwas nicht grün wäre. Okay. Dann Schwenk. Weiß gar nicht, für was der Sitz da drauf ist. Wahrscheinlich, wenn ich das mit dem Pferd mache, dass ich dann da drauf sitzen kann. Okay, hier links ist noch alles im grünen Bereich. Thank you.
wohl. So, bis daher, dann schalte den Streuer aus. Oh, das macht so Spaß. Ja, man merkt auch, dass die Zeit schon wieder verflogen ist für mich. So, ich fahre jetzt den Misthänger auch direkt wieder neben den Mist am besten und lasse den dann da stehen. Ja, dann können wir das nämlich gleich wieder vollladen. Hoffe ich zumindest, dass es dann nah genug ist. So, löse. Dann benutze, dann machen wir das gleich einmal hier rein. Wenn ich dann später Tiere habe, dann brauchen wir das Stroh und das Heu natürlich. Hauptsächlich das Stroh dann. Weil ich werde nicht anfangen, dass ich dann auch noch das ganze Gras trockne, nur dass ich dann Heu habe. Dann werde ich dann immer das Stroh verfüttern. Das heißt also, wenn wir da so ein Grundstück nehmen mit einem großen Feld, wo wir dann die Tiere drauf haben, da wird dann definitiv eine von diesen Scheunen hier stehen, wo ich dann das ganze Zeug lagern werde. Weil das soll nämlich, wenn dann große Weiden werden. Oh Mann, ist das viel! Echt viel, ne? Aber gut, wir haben es ja gleich. Ja, wir kommen ans Ende. Wunderbar. So, zack. Weg damit. Dann. Du kommst wieder raus. Du bleibst stehen. Mit dir muss ich jetzt außen rumfahren. Halt, nee, warte mal, nicht außenrum fahren. Quatsch, wir müssen ja dann später noch ernten. Weil ich fahre erst zum LPG, wenn ich das hier alles geerntet habe. Und das ist in 4 Stunden soweit, 5 Stunden soweit. 5 Stunden, 6.30 Uhr, also um 11.30 Uhr, 12 Uhr ungefähr. Ja, ideal. So, dann holen wir uns mal den Honig. Mal Honig wieder. Sage ich ja alleine, was wir da jetzt an Zeug haben. Das kann man dann schon wieder so viel verkaufen. Ich kann ja so eine bestimmte Marke mir setzen, dass ich sage 50 Honig und also was ich dann aufhebe und alles was drüber geht, wird verkauft. Könnte ich vielleicht sogar im Winter das mal so machen, dass ich die Hütten hier, die ich jetzt halt leer gemacht habe, hier in die Reihe stelle. Also, dass ich den Mittelgang hier weg habe und dann lieber hier daneben nochmal eine Reihe. Dass die dann quasi, dass ich immer in eine Reihe reingehe und links und rechts ernten kann und dann die nächste Reihe links und rechts ernten. Und dann sollte das doch reichen. Mehr brauchen wir doch da nicht, glaube ich. So, nimm. Wunderbar. Meine Holde, die geht jetzt gleich auf Arbeit. Ne? Kurzes Kompliment. Gib mir einen Kuss. Ja, und viel Spaß auf der Arbeit dann. Wir sehen uns dann später, weil ich ja dann wieder den Alkohol bei dir verkaufe. So, wir tun mal die Flasche ganz kurz hier raus. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt an Aufgaben. So, gucken wir mal, wie viel Honig haben wir denn? 61 Honig haben wir schon drin. Nee, nicht alles. Bitte nur die 11 Stück. So, dann hätten wir 50 Honig hier noch drin. Und bei den Bären würde ich sagen, machen wir es genauso. 50 Stück und alles, was drüber geht, kommt dann in den Verkauf. Da habe ich auch schon 28 Flaschen jetzt da, ne, vom letzten.
Was habe ich da hinten noch drin? Ach so, da habe ich auch noch mal Stroh, ne? Warte mal, nimm das Stroh hier raus. Da schmeiße ich jetzt mal das Stroh und das Gras noch schnell daneben. Neben das Ding hier. Na, willst du auch mal weiß werden irgendwann? So, das werde ich aber dann später machen. Da haben wir jetzt halt genug verräumt. Hallo, weiß werden bitte. So, noch zwei. Einmal, zweimal. So, dann haben wir das raus. Hier haben wir nichts mehr drin. Das haben wir jetzt alles am Wagen. Den Anhänger werde ich dann später, wenn das Zeug geerntet wird, in 4 Stunden, 5 Stunden, werde ich dann wieder den Wagen hier hinterfahren und dann alles draufschmeißen, natürlich außer den Samen. Und wir müssten dann so viel Geld verdienen, dass wir das komplette Gemüse nochmal anbauen können. Also komplett kaufen, anbauen. Boah, das wird richtig toll. Ey, wir werden richtig in Geld schwimmen dann später. Und ich muss jetzt halt Schluss machen, weil sonst wird es wieder zu lang. Wahnsinn. So, hey Flauschi, dir geht's gut? Du hast noch Futter drin? Nein, du hast kein Futter mehr drin. Dann hol ich mal schnell Futter noch für dich. Ich habe extra hier ein bisschen was raus. Machen wir mal 10 Kohl. Machen wir mal, ich weiß jetzt gar nicht, Mais aber auf jeden Fall. Zwiebeln, bin mir jetzt gar nicht sicher. 10 Karotten. Ich weiß jetzt nicht, ob... Nee, komm. Ich glaube nicht. Ich glaube, du nimmst, frisst keine Zuckerrüben. Nee, keine Zuckerrüben. Habe ich recht gehabt. 10. 10 und 10. Dann hat er jetzt auf jeden Fall schon mal ein wenig was zum Futtern hier drin. Kurzer Blick. Da hinten liegt ein Haufen. Wo warst du? Da? Na toll, bin wieder voll neigestiegen in das Zeug. So, ansonsten nichts. Okay. Einmal raus. Ja, du kannst dich noch ein wenig suhlen. So, dann. Tür zu. Ihr seht, ne? Ich mache wieder nicht Schluss. Das ist eine Katastrophe, ist das. So, ernten können wir jetzt hier noch nichts. Apfelbäume sind auch noch nicht so weit. Oder? Bist du schon so weit? Nein, du bist noch nicht so weit. Und hier ist auch noch nichts zu ernten. Nee, dann passt's ja. Ist schon okay. Entweder noch im Laufe des Tages oder dann halt am nächsten Tag. Das ist egal. So, gut. Dann soll es gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare, nicht vergessen ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut, ciao, ciao.